Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War. Wir waren letztes Mal dabei stehen geblieben. Ja, mit unseren lustigen Transportern, unseren Wino-Transportpanzern, die Schlucht des Todes, ich nenne sie einfach mal so, zu überbrücken. Denn hier oben lauern böse schwarze Kinder, der Elder, und die zermähen uns die ganzen Truppen in der Nichtdeckung, sagen wir es einfach mal so, ziemlich schnell. Deshalb brauchen wir die Panzer. Wir könnten, denke ich mal, auch gut mit Cybots durchkommen, aber wir machen es mit den Rhinos. Und ich bin gerade im Überlegen, da hinten kommt man auch lang. Das habe ich irgendwie nie gemacht. Machen wir das einfach mal. Gehen wir mal zuerst mit den Rhinos hin und nehmen mal den Punkt ein. Tja, tut mir leid. Da macht ihr nicht sehr viel Schaden. Im Übrigen, ihr seht's, Fahrzeuge. Oder doch? Doch, okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, Fahrzeuge sind nicht von Deckung betroffen. Ja, so viel dazu. Okay, lasst mal aussteigen. Warp-Spin. Ja, so heißen sie wirklich. Auch ekelhaft. So. Lasst sie mal alle raus. Und dann wollen wir da draußen ein wenig Spaß haben. Ein bisschen Truppen nachbauen, bitte. Optimal ausgestattet sind sie ja, oder? Wir haben zwei Trupps mit Raketenwerfer und... zwei mit Plasmawerfern. Ideal. Hört auf, mir meine Transportpanzer wegzuschießen. Ihr Penners. Die brauche ich doch noch. So, jetzt hätte ich mal gerne diesen Punkt. Ihr seht, die Elder arbeiten sehr, sehr gerne mit, wie steht's auch da, Warp-Portalen. Sagen wir es mal so, die Menschen besitzen auch Warp-Antriebe, wie ich hier schon gesagt habe, für diese Wurmlöcher. Dass sie... Kommen wir sogar hier außenrum? Das wäre ja noch cooler. Ich dachte, wir müssen echt die ganze Schlucht lang fahren. So habe ich das eigentlich immer gemacht. Aber okay, gucken wir mal. Also, das Imperium besitzt selbst Warp-Antriebe, um mit den Schiffen durch den Warp sich zu teleportieren. Aber die Elder haben auch ein Teleportationsnetzwerk mit diesen Warp-Knoten, mit der sie es schaffen, Infanterie durch den Warp zu teleportieren. Das kann meines Wissens nach niemand außer den Elder. Das Imperium stand mal kurz davor, so eine Technologie zu entwickeln. Das ging dann aber ziemlich schief. Apropos, ich wollte doch die Geschichte weitererzählen, weil jetzt... Jetzt kommen wir an einen Punkt, an dem es wirklich zu der Gründung der Space Marines kommt. Zu den Primarchen. Besser gesagt, es fängt mit den Primarchen an und geht dann über die Gründung der Space Marines. Gucken wir erstmal. Ich möchte erstmal das Ziel hier erfüllen und ein bisschen weiter vorstoßen. Weil wenn ich mal damit anfange, möchte ich ungern unterbrochen werden von irgendwelchen Missionszielen. Von daher stoßen wir noch ein wenig vor. Es wird geschehen. Aber ich bin gerade echt am Überlegen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir jetzt tatsächlich schon außen rumkommen. Und Warp-Spinnen können sich teleportieren. Die haben sogar wirklich wahrscheinlich einen Warp. Die haben, glaube ich, wirklich so einen Teleporter. Der Imperator wacht über uns. Quasi auf dem Rücken oder so in der Art. Es wird geschehen. Ziemlich gemeiner Shit. Okay, ich würde mal sagen, wir könnten eigentlich fast mal auch die Banshees, die Nahkampfspezialisten der Elder. Die sind böse im Nahkampf, die können ziemlich viel Aua machen. Weitere Warp-Portale, okay. In diesen Weg garantiert schon mal gegangen, aber... Imperiale Armee, alles klar, mein Freund. Ich bin eigentlich immer so rum und dann so entlang. Ich wusste echt nicht, dass das so geht. Das ist cool. Wie kann ich dienen? Ich habe das immer voll außer Acht gelassen. Ich war so vom Skript beeindruckt. Oh, durch die Schlucht fahren. Brumm, 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 brumm. Wir können es auch so machen. Ich würde jetzt dann aber gerne mal einen Servitor hier durchbringen. Das können wir eigentlich auch machen, wenn wir das hier geräumt haben. Oder kommen wir da überhaupt? Nee, wir kommen da gar nicht lang, oder? Kommen wir hier lang? Ich glaube, wir kommen hier echt nicht lang. Oder? Nee. Es sieht mir aus, als wäre das sogar der Weg weiter. Okay, das kann es natürlich auch sein. Was ist Ihr Befehl? Soll heißen, es geht nochmal zurück. Ich bin bereit zu denken. Wir schicken dann aber auf jeden Fall die Cybots vor. Hellfire-Cybots, Cybots, Cybots und noch einer mit Sturmkanone, bitte. So, dann geht ihr mal zurück. Und ich werde mich darum kümmern. Ja, dann machen wir mal die blöden schwarzen Kinder da oben weg. Die können ziemlich nerven. Ich werde mich darum kümmern.
Für die Leute, die noch ein paar Informationen zu den Elder wollen, es gibt nicht sehr viel zu wissen. Man weiß von dem Weltenbrand, man weiß, dass sie ein riesiges Imperium hatten. Man weiß ein bisschen was zur Sozialstruktur etc., aber es ist nicht wirklich viel über die Elder bekannt. Etwas, was die Elder ausmacht, ist eben das Mysteriöse, dass man so wenig über sie weiß und so wenig über ihre Ziele weiß. Die Elder sind an sich ein sehr mysteriöses Volk. Und ja, man kann sie mögen, man muss sie nicht mögen. Ich finde, sie hat einfach unglaublich arrogant. Wie gesagt, sie haben in den seltensten Fällen wirklich was Böses im Sinn. Also, wie schon gesagt, sie sind im Prinzip eigentlich gut. Nur auf dem falschen Weg, einfach. Gut, sagen wir es mal so. Was Sozialität angeht und das Miteinander sind die Menschen auch nicht gerade so die Lobsänger. Aber... Was ist euer Wunsch? Ich weiß nicht. Vielleicht wäre sogar ein... vorübergehendes Bündnis zwischen Elder und Menschen vielleicht sogar machbar, wenn die Elder einlenken würden. Ich glaube, das größte Problem ist wirklich, dass die Elder einfach zu sehr von sich überzeugt sind, die Weltenretter zu sein. Man soll die Gefallenen immer als die besten Männer des So würde ich das mal umschreiben. Aber ja, da müssten die Menschen ebenfalls einlenken und da bin ich mir auch unsicher, ob sie das machen. Weil irgendwie sind sie auch sehr, sehr von ihrem "Wir müssen alle Xenos vernichten" geprägt. Aber gut, wir gehen mal mit den Rhinos weiter und schicken mal die Cybots durch. Obwohl, die Cybots sind ja auch ungeschützt. Wir können die Cybots zwar mit Servitoren reparieren, aber... Nehmt Zuflucht in unsere Fahrzeug. Die Servitoren an die Front zu schicken, ist so eine Sache. Leute! Darunter, bitte! Der ist ja fast kaputt. Vielleicht kriege ich ihn zur Reparatur nochmal zurück. Mal ausprobieren. Alter, jetzt fahr doch mal. So, du fährst weiter. Du ebenfalls. Oh, überall tote Orks. Und überleg mich am Arsch, schwarze Kinder. Kinder Überraschung. Oh oh, Banshees. Aussteigen. Und ihr seht, Banshees sind weiblich. Die Elder, ich weiß nicht, die Elder kommen mir größtenteils weiblich vor. Es gibt natürlich auch männliche Krieger unter den Elder, aber irgendwie merke ich, dass der weibliche Einfluss gewaltig groß bei denen ist. Hier, die schwarzen Kinder zum Beispiel sind Kerle. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Jetzt kümmern wir uns mal um die Deckung. Attacke, Männer! Attacke! Was ist euer Wunsch? Rakete ins Gesicht, auf wunderbar. Hilft gegen Kopfschmerzen, habe ich gehört. Auf dem Weg. Ja, da sind die Raketenwerfer weniger nützlich, ihr seht schon. Vor allem, wenn der Trupp mit den Raketenwerfern vorgeht. Seid ihr? Ihr seid normale Infanterie. Doch, schwere Infanterie. Perfekt, dafür haben wir auch unsere Plasmawerfer. Wie kann ich das gehen? Ist dann genau das Richtige. Verstanden. Plasma. Jawohl. Immer schön Plasma spenden, ihr wisst Bescheid. Angreifen zu Befehl. So, hier kommt noch zur Unterstützung mit. Der Imperator wacht wieder aufmerksam. Wunderbar. Und noch. Exzellent. Ja. Wie Gabriel immer so schön sagt. Exzellent. Ich werde mich darum kümmern. Okay. Das war... Es ist echt auf so. Weg. Oh Mann, so war's ja auf auch. Dem Weg. Wir müssen ja da weiter. Ich Narr. Führt uns ich zum Feind. Dummerchen. Okay, dann schicken wir mal alles hier weiter. Atmen, kann es keinen Frieden. Der Glaube ist unser Schild. Darius, und wir werden noch nicht mal unterbrochen. Wie kann ich euch helfen? Aber gut, wir schicken dich erstmal hier rüber. Ja, eure Herrlichkeit. Wir können auch Nebel machen. Nebelwerfer. Feuert Rauchgranate ab, mit Linksklick aktivieren. Haben Verteidigungsbonus gegen Fernangriffe. Lass mal sehen, wie das aussieht. Und dann haben wir jetzt hier Nebel. Ist das nicht schön? Dann können wir Einheiten in den Nebel reintun und die haben jetzt einen Bonus gegen Fernangriffe. Also so Verteidigungsbonus. Bleibt wachsam, Brüder. Ich setze die Rhinos so selten ein. Was ist denn das? Hallöchen, ein mit der mittleren Maustaste ist ein bisschen komisch. Fuck! Man kann hier Einheiten...
Scheiße, das wollte ich Was nicht. Ist euer Wunsch? Das war ein Raketenwerfer-Trupp, oder? Hm? Ich weiß nicht, von welchem Spiel ich das gerade hatte. Kann sein, dass es Total War war, irgendwas. Ich wollte gerade mit Entfernen die Kamera drehen. Dabei geht das hier mit Alt. Oh, verflucht. Na, aber wenn wir das schon mal rausgefunden haben, machen wir eben das noch. Wir brauchen die Windows nicht mehr und ich setze das Einheitenlimit dann doch lieber dafür ein. Mehr Cybots zu holen. Machen noch ein paar Hellfire-Cybots. Noch ein paar normale. Der Scout kann auch mal sich hoch machen. Da haben wir Space Marines. Geht sogar noch einen Trupp mehr. Und wir brauchen einen neuen Trupp mit Raketenwerfern und am besten noch einen Apothekarius dazu. Die Apothekari sind ohnehin... Ja, da steht's. Limit 4. Die sind begrenzt. Nicht, dass man denkt, die kann man komplett frei bauen. Vom Einheitenlimit. So. Mal weiter. Wie kann ich dienen? Die hier sind verloren. Ich werde mich darum kümmern. Wo ist denn mein Servitor? Space Marines, oh. Stau auf der A12. Niemand kann der Inquisition Meine Güte. Wie kann ich dienen? Wegfindung ist schon sowas Gemeines, nicht wahr? Endlich wieder zurück. So. Friemel dich mal durch, mein Freund. Mann. Ey. Endlich wieder zurück im Kampf. Einmal drehen und nach oben. In seinem Namen. So, du stellst auf dich jetzt auch dahin. Was du ist gehst Begehr? Da hoch. Ihr Der geht Glaube auch mit. Ja, jetzt, ich schicke die jetzt nacheinander lieber, bevor jetzt wieder ein riesen Stau entsteht. Wie ihr verlangt. An sich geht die Wegfindung in Dana vor. Also es ist nicht so, dass mir jetzt unglaublich wie schlimme Sachen im Kopf stecken bleiben, aber bei so engen Stellen wie hier kann das gemein werden. Aber es gibt kaum ein Strategiespiel ohne große Wegfindungsprobleme. Das gehört eben zum Genre dazu. Ja, war die mit den Raketenwerfern, alles klar. Dann hole ich mir jetzt gleich noch einen Inquisitor-Bürger. Mit der Extraladung Schuld. Extra Portion Schuldsoße. Mit Ketzerei-Ketchup. Okay, ansonsten, ja, Thermoplasma-Generatoren brauchen wir jetzt keine großartig zu bauen. Unsere normalen reichen da auch vollkommen. Selbst wenn sie nicht reichen würden, könnte man Energieausstoß erhöhen. Also von daher, alles Palette. Verstanden. Der Glaube ist unser Schild. Sammeln wir unsere Truppen schnell noch, bauen uns noch ein bisschen aus und dann fange ich, denke ich, mal mit dem Thema an, oder? Oder mache ich das bei der nächsten Folge? Weil jetzt nehmen wir schon, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Das ist nämlich die Sache. Weil ich schneide die Folgen in Parts, halt immer so, dass es thematisch abgeschlossen ist, jede Folge für sich. Und ich sehe es schon kommen, jetzt bearbeite ich das Video dann und jetzt fange ich in Minute 12 oder so mit dem Thema an. Dann kann ich überlegen, ob ich den ersten Part nur 12 Minuten lang mache. Ja. Oder viel, viel länger wegen dieser Erklärung noch dazu. Verfügt über mein Wissen. Ach nee, wisst ihr was, weil wir in dieser Mission ja sowieso schon irgendwie... Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich es auf nächste Mission einfach verschiebe, weil so lange geht die nicht mehr. Vielleicht sind wir auch in 10, 15 Minuten durch und... Ach ja, ich würde sagen, wir haben in dieser Mission sowieso genug erklärt. Wir stoßen jetzt einfach weiter vor. Ja. Und hauen mal ordentlich auf den Putz.